2015 ist ein dramatisches Jahr. Mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge riskieren ihr Leben, besteigen Holz- oder Schlauchboote, verlassen die Küsten der Türkei oder Nordafrikas. Ihr Ziel, Europa. Tausende ertrinken dabei. Wait on the boat, we're coming, wait! Die anderen ziehen weiter, viele davon nach Deutschland. Über 1 Million Flüchtlinge und Migranten kommen 2015 bei uns in Deutschland an. Wir alle sind von all dem überrascht und überfordert. Das Flüchtlingsproblem ist eines der großen Themen des 21. Jahrhunderts und wir haben keine Antworten. Auch die Politik nicht. Aber ausgerechnet die Frau, die eigentlich gern abwartet, zeigt plötzlich Überzeugung. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Dieser Satz wird ihre Kanzlerschaft prägen. Es ist ein Satz, der polarisiert, denn noch weiß sie nicht, wie wir es schaffen sollen. Wenn man da, statt über die Reparatur des Systems und über die Defizite zu reden, allein moralisch argumentiert, dann macht man, glaube ich, doch einen politischen Fehler. Die einen sind wie elektrisiert, wollen helfen, sich einbringen. Wie die Fotografin Alea Horst. Ich habe mir dann vorgestellt, wie das sein wird, wenn ich mal alt bin und sitze da und meine Enkel fragen mich, Oma, was hast du in der Flüchtlingskrise eigentlich gemacht? Die anderen erkennen einen massiven Kontrollverlust des Staates. Ohne Begrenzung der Zuwanderung werden wir als staatliche Gemeinschaft in Deutschland und Europa grandios scheitern. Der Ton der Debatte wird zusehends vergiftet. AfD und Pegida machen Stimmung, erhalten großen Zulauf. Wie von Sinnen gröhlen einige Deutsche den Flüchtlingen ihren Hass ins Gesicht. Gleichzeitig scheitert die Kanzlerin damit, ganz Europa davon zu überzeugen, dass es das schaffen kann. Eine der Illusionen in dieser Krise von Anfang an war, dass man schnell europäische gemeinsame Lösungen finden hätte können. Europa hatte kein wirklich gemeinsames Interesse in dieser Frage. Wir schaffen das. Angela Merkel am 31. August 2015. Wenn man so will, ihre kürzeste Rede an die Nation. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Doch statt allgemeiner Zuversicht passiert etwas anderes. Die Nation ist gespalten. Schaffen wir das wirklich? Wer ist eigentlich wir? Und wie denken unsere europäischen Nachbarn über diesen Satz? Wir schauen zurück, was genau passierte in jenen dramatischen Tagen Ende August 2015 und wir schauen nach vorn. Denn dieses Wir schaffen das ist längst eine Generationenaufgabe, die uns und Europa verändern wird. Wie entstand dieser Satz? Wieso handelt die Kanzlerin, wie sie handelt? Ich suche Antworten beim Journalisten Hajo Schumacher, der sich schon lange mit Angela Merkel beschäftigt, mit ihrer Biografie, mit ihren Macht- und Führungsstrategien und der vielleicht erklären kann, was sie nun in dieser Flüchtlingskrise antreibt. War sie sich darüber bewusst, was dieser Satz für eine Wirkung erzielen würde? Ich glaube nicht. Es ist ja eine Leihgabe von Obama, ne? Wir kriegen das hin. Es ist sehr unmerkelisch, weil Durchhalteparolen, Pathos, das ist nun so gar nicht ihr Ding. Wer ist eigentlich mit wir gemeint? Ja, das ist eine hochinteressante Frage. Ich glaube, aus merkelscher Sicht war es wirklich wir Deutschen. Wir Deutschen, uns geht's gut, wir sind ganz ordentlich organisiert, die Demokratie funktioniert, da wäre es ja wohl gelacht, wenn wir nicht ein paar Flüchtlinge unterbekommen. War ihr denn nicht bewusst, was für ein Risiko in diesem Nein. Satz drinsteckt? Das war das, was ein Kanzler auch qua Grundgesetz soll, nämlich die Richtlinienkompetenz haben und in entscheidenden Momenten auch eine mutige Entscheidung treffen. Was dann daraus werden würde, und das war das Unmerkelische, die Physikerin, die Naturwissenschaftlerin hatte keine Chance, den Ausgang des Experimentes irgendwie schon mal abzusehen. Das war hohe See. Untypisch. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa fragen sich Bürger und Regierungen, wie schaffen wir das?
Dabei haben die Regierungen der Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Interessen. Mittendrin agiert der Österreicher Gerald Knaus. Er ist kein Politiker, sondern Chef einer von ihm selbst gegründeten Denkfabrik mit dem sinnigen Namen Europäische Stabilitätsinitiative. Knaus wird bald eine der Hauptfiguren im Flüchtlingsdrama. Der EU-Türkei-Deal ist seine Idee. Also, wie denkt Europa Ende August 2015? Können Sie uns mal schildern, was da an Haltung im politischen Europa eigentlich vorhanden war? Ich glaube, wie in vielen Momenten eines großen Umbruches waren die meisten Politiker und auch Gesellschaften nur verwirrt. Aber es gab zwei Politiker, die schon damals und zwar sehr, sehr klar kommuniziert haben. Und die waren wirklich die extremen Pole. Da war Angela Merkel, die gesagt hat, es gibt eine Menschenwürde, es gibt rote Linien, die wir nicht überschreiten können. Und wenn die Leute kommen, dann ist Deutschland ein starkes Land. Es ist Teil unseres Nationalstolzes, in der Lage zu sein, diese Leute, die hierher kommen, menschlich zu empfangen. Auf der anderen Seite war Viktor Orban, der bereits seit Beginn des Jahres 2015 eine Kampagne begonnen hat, unter dem Eindruck des Terrorismus gegen Charlie Hebdo in Paris. Dieses Thema Abwehr der islamistischen Gefahr verbunden mit Schutz der Grenzen gegen Flüchtlinge, das wurde sein Hauptthema. Und er hat auch schon ganz klar in einer Rede Anfang September gesagt, diese Krise ist eine wunderbare Gelegenheit. Er hat diese Worte verwendet. A great opportunity. Eine wunderbare Gelegenheit, das liberale Europa abzuschaffen. Denn die Bevölkerung in Europa, die fürchtet sich vor dem, was hier passiert. Und das ist das, was passiert. In Syrien tobt ein blutiger, grausiger Bürgerkrieg. Millionen Menschen fliehen seit Jahren nach Jordanien, in den Libanon und in die Türkei. Jetzt auch weiter nach Europa. Aber nicht nur Menschen aus Kriegsgebieten machen sich auf den Weg. Auch aus dem Kosovo suchen Zehntausende ein besseres Leben in Deutschland, Österreich und Schweden. Auch immer mehr Afrikaner riskieren die Flucht über das Mittelmeer in völlig überfüllten Booten. Schlepper verdienen, Tausende ertrinken. All das ist die größte Flüchtlingskatastrophe in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Brennpunkt verschiebt sich dabei 2015 in die Ägäis. Nur wenige Kilometer liegen hier zwischen der Türkei und den griechischen Inseln. Von dort aus ziehen ganze Trecks weiter über die Balkanroute nach Nordeuropa. Innerhalb einer Woche in Deutschland, so spricht es sich herum, wenn man es denn lebend schafft. In Österreich fand die Polizei einen Kühllaster voller Leichen. Die 20 bis 50 Passagiere sind möglicherweise erstickt. Bilder, die die Welt bewegen und sie unter Druck setzen. Angesichts von Hunderttausenden Flüchtlingen beginnt Viktor Orban, Ministerpräsident in Ungarn, einen Zaun an der Grenze zu Serbien zu errichten. Stacheldraht wird ausgerollt. Die Kanzlerin dagegen will einen anderen Weg. Eine der bemerkenswertesten Aussagen von ihr, die ich mir gemerkt habe, war, dass sie sagt, Zäune funktionieren nicht. Und das ist besonders bemerkenswert, weil sie ja aus Berlin, Ost-Berlin gelebt hat. Und natürlich weiß sie mehr als jeder andere, dass Mauern funktionieren können. Aber das, was dahinter steht, ist natürlich die Idee, Zäune funktionieren, wenn sie tödlich sind, wenn sie unüberwindbar sind. In Ungarn spitzt sich die Lage Anfang September 2015 zu. Der Budapester Bahnhof wird für tausende Flüchtlinge zur Sackgasse. Doch die Flüchtlinge wollen weiter. Wohin? Das rufen sie für die Welt vernehmlich aus. Nach Deutschland. Was haben diese Bilder am 2. und 3. September? Budapest, Bahnhof, viele, viele Flüchtlinge, die dort stehen und rufen Germany, Germany, Angela Merkel. Was haben diese Bilder bewirkt? Es gibt zwei Stränge, die man da sehen muss. Das eine ist eine Bürgersprechstunde in Rostock, die im Frühjahr 2015 war, wo das Flüchtlingsmädchen Rehm mit der Kanzlerin im direkten Dialog war. Wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor waren, abgeschoben zu werden. Und mir ging es hier in der Schule auch richtig schlecht. Die Kanzlerin hat in ihrer etwas mecklenburgischen Art dem Mädchen erklärt, wir können nicht alle aufnehmen und vielleicht müsst ihr zurück, obwohl die Familie offenbar schon gut integriert war. Wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen, ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Das können wir nicht schaffen.
Diese Antwort der Kanzlerin bringt das Mädchen zum Weinen. Das mediale Echo lautete, oh, die Kanzlerin ist aber hart, die ist aber herzlos. Angela Merkel ist keine Regiermaschine, die ist kein Roboter, sowas trifft sie. Das saß. Zweitens, Ungarn, Deutschland, Zäune, Menschen mit nötigstem Gepäck. Das erinnerte natürlich Angela Merkel an 1989, als der eiserne Vorhang fiel. In dem Leben von Angela Merkel war das der große Wendepunkt. Und natürlich kommt da was in der Erinnerung. Mann, damals. Und da wollten auch Leute zu uns. Und Zukunft und Freiheit und Chancen. Und das Flüchtlingsmädchen und die eigene Biografie begegneten sich so in diesen ungarischen Bildern. Ich bin mir sicher, dass Frau Merkel da sehr emotional reagiert hat. Gemeinsam mit dem damaligen österreichischen Kanzler Werner Faymann entscheidet sich Angela Merkel in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, die Flüchtlinge nach Deutschland zu holen, die Grenzen für sie zu öffnen. In München, in ganz Deutschland packen Bürger an, um zu helfen. Bilder einer Willkommenskultur, die um die Welt gehen. Ich glaube, in diesem Moment hat die deutsche Regierung, die deutsche Kanzlerin und eben auch mit Unterstützung der Bevölkerung Europa gerettet. Das ist die eine Sicht. Doch hier ist die Kehrseite. Je offener sich Deutschland zeigt, desto mehr Flüchtlinge zieht es an. Niemand kann mehr kontrollieren, wer im Einzelnen ins Land kommt. Flüchtlinge, die ihre Papiere wegschmeißen und sich als Syrer ausgeben, weil sie wissen, dass sie so leichter Asyl bekommen. Ministerpräsident Seehofer schlägt Alarm. Den Zustand kann niemand akzeptieren. Der ist chaotisch. Ohne Begrenzung der Zuwanderung werden wir als staatliche Gemeinschaft in Deutschland und Europa grandios scheitern. Das hält auf Dauer keine Gesellschaft aus. Es gilt zurzeit keine Ordnung. So kann es nicht bleiben. Deshalb sind wir sogar verpflichtet zu handeln. Merkels Antwort. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. In Bonn beobachtet all dies der Staatsrechtler und ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Udo Di Fabio. Er soll später in einem Gutachten für Horst Seehofer klären, wie die Bundesregierung Deutschlands Grenzen sichern muss. Eine Grundsatzfrage in aufgeheizter Atmosphäre. Die Kanzlerin sagt, wenn man sich dafür entschuldigen muss, dass man Hilfe leisten möchte, sinngemäß, dann ist das nicht mein Land. Wenn das so wäre, dann wäre die Aussage richtig. Nur manche, die ihre Entscheidung kritisiert haben, wollten Hilfe anders leisten. Und darüber muss politisch gestritten werden können, ohne dass man mit Liebesentzug reagiert. Viele haben dieses, dann ist das nicht mein Land, exklusiv verstanden. Viele haben sich ausgeschlossen gefühlt. Wer als Kanzler politische Führungsverantwortung hat, der hat auch ein Mandat, in einer bestimmten Krisensituation ein moralisches Statement abzugeben. Ob das politisch klug ist, das ist eine ganz andere Frage. Man muss allerdings auch einräumen, wer in einer krisenhaften Situation, wo das europäische regulative System nun unbestritten versagt hat, wenn man da statt über die Reparatur des Systems und über die Defizite zu reden, allein moralisch argumentiert, dann macht man, glaube ich, doch einen politischen Fehler. Ich glaube, der moralische Oberton, der war zu hell klingend. Noch aber steht im Herbst 2015 eine Mehrheit hinter Merkels Politik. Millionen Bürger im Land wollen helfen, sich engagieren, sich einbringen. Eine davon lebt im schönen Dietz an der Lahn. Die Fotografin Alea Horst.
Wann hattest du im vergangenen Jahr so das Gefühl, Mensch, das geht mich auch was an? Ich glaube, so letztes Jahr im Sommer. Ich hatte viele YouTube-Videos gesehen und ich habe mir dann vorgestellt, wie das sein wird, wenn ich mal alt bin und sitze da und meine Enkel fragen mich, Oma, was hast du in der Flüchtlingskrise eigentlich gemacht? Und dann habe ich gedacht, ich möchte nicht da sitzen und einfach nur mit den Achseln zucken. Das geht nicht. Und irgendwas muss ich tun können. Also, ja, so war das. Alea Horst berät sich mit ihrem Mann und ihren Kindern. Irgendwann ist dann klar, sie will nach Lesbos und direkt vor Ort helfen. Wie ist es dann zu diesem Entschluss gekommen, im Januar die Sachen zu packen und nach Lesbos zu fahren? Es haderte wirklich Monate in mir drinnen. Ne? Immer diese Angst, ich gehe weder gerne ins Ausland noch, bin ich irgendwie der Backpacker-Typ oder so gar nicht. Ne? Also das eher so ein bisschen der gediegenes Landei, würde ich sagen. Ne? Und ich kann kein Arabisch. Mein Erste-Hilfe-Kurs war, keine Ahnung, wie ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich habe wirklich keine sinnvollen Fähigkeiten. Und auf der anderen Seite dieses viele Leid in diesen Bildern. Und das kämpfte miteinander in mir irgendwie. Und dann, am 1.1. war echt so Neujahrstag. Am Neujahrstag. Da lag ich abends lange wach und zappelte und zappelte. Und ja, dann sind wir aufgestanden und haben einen Flug gebucht für zwei Tage später. Nachts einfach so. Lesbos, eine kleine griechische Insel in der Ägäis, gehört zu den sogenannten Hotspots der Flüchtlingskrise. Wait on the boat! We're coming! Wait! Die Türkei liegt nur wenige Kilometer von der Küste entfernt. Zu Hunderttausenden kommen die Flüchtlinge hier mit dem Boot an. Und auch wenn Alea Horst sich eigentlich vorgenommen hat, nicht zu fotografieren, hat sie es doch getan und die Bilder für sich in ein Buch gebunden. Du musst mir das vorstellen, wenn ein Boot anlandet, ankommt. Winkt ihr das dann ran oder steht man am Strand und die kommen einfach so oder was passiert in so einem Also Moment? Meistens sieht man das ja schon so ein bisschen in der Ferne und dann versuchen wir mit kleinen Fahnen oder so Rettungsdecke zu winken, dass die an der Stelle ankommen, wo wir sie gut erreichen können. Man versucht dann ja wie so eine Art Gasse zu bilden, um so eine Kette zu haben, dass man Rucksäcke und Leute quasi so Hand in Hand weitergibt und es ist sehr hektisch. Ein Helfer sticht das Boot vorne auf, weil die Bootswand ist so hoch, dass die Leute da nicht richtig drüber steigen können. Dann sticht man das Boot auf, das Boot beginnt zu sinken und in der Zeit, wo das Boot sinkt, muss man versuchen, die Leute da rauszubekommen. Und die Leute haben extreme Panik, die schreien, die Kinder weinen, es ist sehr laut. Dann versorgt man als allererstes die Kinder. Die sind klatschnass. Die sitzen ja in der Mitte des Bootes. In der Regel ist Wasser drin. Das heißt, die sind eisekalt. Wie gesagt, es ist Januar. Nur eine Woche war Alea Horst auf Lesbos. Was sie dort sah, hat sie verändert. Alle Kinder so unter 3 sind mit Beruhigungsmittel ruhig gestellt oder unter Drogen gesetzt. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Damit die diese strapaziöse Fahrt nicht mitbekommen, dass die nicht so rumschreien und in Panik geraten. Ne? Und das und alle Kinder, die halt größer sind, die es wirklich mitbekommen, denen geht es noch viel schlimmer, weil die haben in die Hose gemacht oder die haben sich übergeben oder die zittern oder die weinen, die sind, das kann man nicht vergessen einfach so. Also das war schon schlimm mit anzusehen. Gibt es so Bilder, die fürs Ganze stehen für dich, wenn du so durchschaust? Ich mag besonders das eine Bild einer Helferin, die eine Frau tröstet, weil es den Schmerz zeigt, den wirklich in jedem Boot, jede Person, die in diesem Boot gesessen hat,
bricht zusammen und weint. Und die Helferin hier, die hat im Wasser gestanden und hat die da rausgezogen und hat einen so starken körperlichen Einsatz dargebracht und war trotzdem emotional für die Menschen noch da. Das Bild, das passiert nicht nur einmal am Tag oder so irgendwas, ne, sondern das hat, ist da wirklich alle 10 Minuten war das da so. Hm. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. In Deutschland selbst wird im Herbst 2015 die Kritik am Kurs Angela Merkels immer lauter. Das sieht auch der Bonner Staatsrechtler Udo Di Fabio. Aber die Kritik kommt eben nicht nur von rechts, sondern auch direkt aus der bürgerlichen Mitte. Der Umgang mit der Flüchtlingskrise polarisiert die Gesellschaft. Sie ist quer durch alle politischen Lager gespalten. Die Debatte trägt hysterische Züge, ist unversöhnlich. Ist das nicht gefährlich für unser Land, wenn wir verlernen, vernünftig miteinander zu diskutieren? Ja, also das ist in der Tat eine der Beobachtungen, die Sorgen bereitet haben im Herbst 2015. Dass die Debatte sehr stark moralisiert wurde. Von der einen Seite die humanitäre Schutzverantwortung als die einzig mögliche christliche Form ins Schaufenster gestellt haben. Position Merkel. Und die andere Seite dramatisiert hat und getan hat, als würde die Demokratie, die Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland zur Disposition gestellt oder ein Attentat auf die Mehrheit der Bevölkerung verübt. Das hat eine politische Diskussion verkantet, anstatt sie gangbar zu machen, damit man zu praktischen, pragmatischen Lösungen kommt. Ein Vertrauensverlust von gewaltigem Ausmaß wird da sichtbar. Nicht nur der Politik gegenüber, auch den Medien. Was wir zu sagen haben, sendet ihr sowieso nicht. In der Flüchtlingskrise tut sich eine Kluft auf, die längst auch die Mitte der Gesellschaft spaltet. Es ist ein Stück weit Verbitterung entstanden bis hinein ins bürgerliche Lager. Auch Resultat eines, dann ist das nicht mein Land, auch ein Resultat eines Alternativlos. Und auch ein Resultat der Medien, die natürlich die humanitäre Schutzverantwortung in den Vordergrund gestellt haben, die natürlich Partei ergriffen haben, ohne dass medial jemand da gewesen wäre, eine Zeitung, ein Fernsehsender, der eine Gegenposition in einer respektablen Weise vertreten hätte. Die politische Landschaft verändert sich dramatisch. Die AfD etabliert sich als neue politische Kraft rechts der Union. 15% in Baden-Württemberg, 24% in Sachsen-Anhalt. Der Schock über das starke Abschneiden der AfD ist groß. Das Thema innere Sicherheit, eigentlich Markenkern der Union, trauen die Wähler CDU und CSU weniger zu als vorher. Nach einer Allensbach-Studie fallen die Werte von 56% im Jahr 2011 auf 38% 2016. Kann Merkels Flüchtlingspolitik für die Union einen ähnlichen irreparablen Schaden anrichten, wie es Schröders Agenda 2010 für die SPD tat? Wenn die Asylpolitik nicht korrigiert wird in Deutschland, meine Damen und Herren, geht dies an die Existenz von CDU und CSU. Die Kluft zwischen Seehofer und der Kanzlerin wird größer und größer. Der Höhepunkt, der Parteitag der CSU. Seehofer lässt Merkel 15 Minuten lang einfach links neben sich stehen, wie eine Schülerin. Und auch seine Rhetorik verschärft sich fast im Wochentakt. Horst Seehofer hat gesagt, wir sind nicht in der Lage, unsere Grenzen zu schützen. Er hat von einem Kontrollverlust gesprochen, hat daraus ein Staatsversagen abgeleitet und schließlich von einer Herrschaft des Unrechts gesprochen. War das hochgejatzt oder war da was dran? Ja, Herrschaft des Unrechts, das war bei allem Respekt vor Herrn Seehofer. Da hat er etwas verbunden, was man nicht verbinden durfte. Über Kontrollverlust musste man reden, weil er hat tatsächlich stattgefunden. Ob der Kontrollverlust bereits ein Staatsversagen war, darüber kann man streiten. Aber eine Herrschaft des Unrechts war es auf gar keinen Fall. Das ist auch eine Art der Moralisierung, die die öffentliche Diskussion dann, gelinde gesagt, belastet. Der Journalist Hajo Schumacher hat noch eine ganz andere Interpretation für Horst Seehofers vehemente Kritik an der Kanzlerin. Bei vielem, was Seehofer getan hat, ging es nicht um die Frage Flüchtlinge ja oder nein, Union ja oder nein, sondern es ging um den seit langem schwelenden
innerparteilichen Machtkampf in der CSU. Horst Seehofer ist ein Regierungschef in seinen letzten Jahren. Und Horst Seehofer hat eine gigantische Panik, dass nämlich Markus Söder, der wie so ein schnaubender Jungbulle hinter ihm scharrt, dass dieser Söder jetzt auf einmal einen besseren Sound, einen CSU-kompatibleren Flüchtlingssound entwickelt. Das heißt, vieles von dem, was Horst Seehofer veranstaltet hat, richtete sich nur sekundär gegen Angela Merkel, sondern zuerst mal nach innen, auch an Markus Söder und an die eigene CSU, um zu zeigen, ich verstehe, was euch umtreibt, da draußen im Volke, im Lande. Angela Merkel war so eine Art Kollateralschaden, den man dann in Kauf genommen hat. Klar aber ist, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Spätsommer 2015 wussten wir über Wochen nicht, wer in unser Land kommt. Gerald Knaus, Chef einer europäischen Denkfabrik, ahnt schon sehr früh, welche Gefahr das gerade für eine liberale Flüchtlingspolitik birgt. Wenn ein Staat nicht in der Lage ist, zu kontrollieren, was an seinen Grenzen passiert, ist das nicht Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten? Unser erster Bericht beruht auf der Erkenntnis und der Angst, dass ohne Kontrollen der Grenze für demokratische Staaten eine humanitäre Flüchtlingspolitik politisch nicht möglich ist. Denn wenn das Gefühl besteht, dass eine Grenze über einen Notfall hinaus über Monate offen ist und tatsächlich jeder über die Grenze kommen kann, ohne jede Form von Kontrolle, dann ist das Wasser auf die Mühlen von nicht nur Rechtspopulisten, sondern dann schafft das auch bei jenen Sorge und Angst, die ansonsten bereit wären, echten Flüchtlingen zu helfen. Wir treffen Knaus bei einer internationalen Konferenz in Athen, wo sich Bürgermeister aus ganz Europa fragen, wie schaffen wir das denn mit den Flüchtlingen in unseren Orten? Gerald Knaus kennt all diese Probleme. Schon im September 2015 fragt er sich, wie schaffen wir es, die Flüchtlingskrise so zu lösen, dass niemand in der Ägäis ertrinken muss? Daraufhin entwickelt er einen Plan, der Monate später von Angela Merkel übernommen wird und zum EU-Türkei-Abkommen führt. Wenn jeder Syrer ohnehin Asyl bekommt, dann ist es absolut sinnlos, diese Leute dazu zu zwingen, ihr Leben auf dem Meer zu riskieren, das Leben ihrer Kinder, Schlepper zu bezahlen, durch den ganzen Balkan zu marschieren. Knaus schlägt folgenden Deal vor. Die Türkei verpflichtet sich zur Rückübernahme der syrischen Flüchtlinge, die von der Türkei aus mit dem Boot in Griechenland ankommen. Umgekehrt verpflichten sich die EU-Staaten, syrische Flüchtlinge in einem geordneten und geregelten Prozess direkt aus der Türkei aufzunehmen. Seine Grundidee dabei: Es ist möglich, die Grenze zu kontrollieren, zu wissen, wer kommt und wie viele Leute kommen. Und es ist möglich, trotzdem auch Flüchtlinge aufzunehmen. Diese für manche unmögliche Zielsetzung, Kontrolle und Mitgefühl zusammenzubringen und zu beweisen, dass das möglich ist, ist enorm wichtig auch für zukünftige Flüchtlingspolitik und für das Überleben der Flüchtlingskonvention in Europa. Doch bis der Plan des jungen Politikberaters in die Spitzen der europäischen Politik vordringt, vergeht Zeit. Vielleicht zu viel Zeit. Merkel bemüht sich zunächst um eine gesamteuropäische Lösung. Vergeblich. Eine der Illusionen in dieser Krise von Anfang an war, dass man schnell europäische gemeinsame Lösungen finden hätte können. Europa hatte kein wirklich gemeinsames Interesse in dieser Frage. Was man von Anfang an hätte machen müssen, was Deutschland auch dann gemacht hat, allerdings mit einiger Verzögerung, einige Monate später, ist von Anfang an auf eine Koalition williger Staaten zu setzen. Nämlich die, die wirklich auch ein Interesse haben, in dieser Krise eine konstruktive Lösung zu finden. Weg von der großen politischen Bühne, hinein in die nordhessische Provinz nach Calden. Eine Gemeinde mit 3000 Einwohnern. Vor einem Jahr wurde hier ein riesiges Erstaufnahmelager errichtet, mit einer Kapazität für bis zu 1800 Flüchtlinge. Wir schaffen das, muss hier im Alltag klappen. Schönen guten Tag. Guten Tag, bitteschön. Ulrich, mein Name. Ich bin mit dem Bürgermeister verabredet. Ja. Dem möchte ich gerne eine Alewurst mitbringen. Eine Stracke gleich.
Selbstverständlich. Haben Sie was? Entweder können Sie die klassisch bekommen, hier in unserem Geschenk. Ja, das ist doch gut. Ich nehme die verpackt. Das ist so großartig. Was verpackt ist, ist ja wunderschön. Hier, Ahlewurst aus der Grimmheimat Nordhessen. Ist wunderbar. Ja. Kostet 12 Euro. Ja, gut. Wir reden mit dem Bürgermeister über das Wir schaffen das. Der Kanzlerin. Ja. Schaffen Sie das denn hier in Kalden? Ja, also nicht der Große frisst den Kleinen, nicht der Starke den Schwachen, sondern der Kreative überlebt. So ist das, ne? Und ich bin der Meinung, wenn wir alle zusammenstehen, schaffen wir das auch. Wie war das im Ort am Anfang? Die Leute waren alle sehr positiv. Ich meine, dass es da natürlich immer mal kleine Reibereien oder Streitereien gibt. Leben Sie mal mit 700-800 fremden Leuten auf so einer engen. Und es ist ja ein kleiner Ort, ne? Es sind 3000 Leute hier. Relativ groß für Nordhessen. Ist das so? Ja, es gibt doch kleinere Orte. Ja, ja. Ich mache mich mal auf den Weg. Ja, okay. Alles Gute, ja. Bis bald, Mann. Alles klar. Gut. Der Bürgermeister von Kalden, Mike Mackewitz, parteilos, ehemaliger Bundeswehroffizier, diente auch in Afghanistan, weiß also, wie es aussieht, wo viele Flüchtlinge herkommen. Als er am 1. März 2015 sein Amt antrat, ahnte er nicht, was auf ihn zukommen würde. Schönen guten Tag. Hallo. Er bringt doch mal ein Geschenk mit. Ja, vielen Dank. Ich habe etwas mitgebracht. Aus meinem eigenen Ort ein Geschenk, das ist ja sehr nett. Eine Ahlewurst. Vielen, vielen Dank. Können Sie mir mal schildern, wann und wie haben Sie eigentlich erfahren, dass hier in Kalden ein großes Flüchtlingslager errichtet wird? Ja, das ist ja tatsächlich eine Geschichte für sich. Also vor gut einem Jahr, am 22. Juni, bekam ich morgens einen Anruf. Der Regierungspräsident von Kassel rief mich an und teilte mir mit, dass ich mich darauf einstellen soll, dass ich in circa 48 Stunden hier in Kalden ein Erstaufnahmelager bekommen würde in Form einer aus dem Boden gestampften Zeltstadt. Wie schnell sind dann Flüchtlinge zu Ihnen gekommen? Ja, das war am Freitag der Aufbau und am Samstag Mittag kamen die ersten Busse aus Gießen. 24 Stunden später. Das war wirklich so damals. Auf dem Gelände eines alten Flughafens entsteht das Erstaufnahmelager. 15 Minuten Fußweg vom Rathaus entfernt. Der Bürgermeister der Kommune wird darüber nur in Kenntnis gesetzt. Entscheiden kann er nichts. Das ist Ländersache. Wie haben die Bürger hier in Kalden reagiert, als sie hörten, hier in unserem Ort, 3000 Einwohner, sollen bis zu 1500 Flüchtlinge kommen? Naja, das war schon mal schon ein Brett. Also erstmal diese Kurzfristigkeit war ein Thema. Und diese Zahl war zu dem Zeitpunkt dann, die war schon wieder so groß, dass sie irgendwie gar nicht greifbar war. Die Situation war dann da und das Ortsbild änderte sich und es gab dann schon auch sichtbare Vorfälle. Die Polizei fuhr quasi fast täglich dorthin. Wir hatten ein riesen Müllproblem hier in der Ortschaft. Der Online-Mob hat sich dann schon auch ausgetobt und das konnte man schon beobachten, sowohl was die Lokalpresse so mitbekam, als auch ich dann so per Mail und so. Aber das ist ja dann einfach prozentual verschwindend gering gewesen. Ich sag dann immer, wir sind dann doch hier erwachsene Demokraten hier in dieser Gegend. Und so das Gefühl hatte ich dann auch. Sag mal, was war denn da Ihre größte Sorge eigentlich in dem Moment? Also die größte Sorge, und die ist eigentlich immer noch da, das ist, wenn es tatsächlich zu irgendwelchen Übergriffen kommt, die dann sofort komplett diesem Thema zugeordnet werden. Also wenn es zu irgendwelchen gewalttätigen Übergriffen käme, nur ein Vorfall würde reichen, glaube ich, um die Stimmung tatsächlich in eine andere Richtung drücken zu können. Das ist eigentlich sowieso eine Grundangst, also das darf einfach nicht passieren. Mackewitz bat deshalb das Land, dauerhaft Polizei im Erstaufnahmelager zu stationieren. In Schleswig-Holstein wurden damit gute Erfahrungen gemacht. Doch noch ist nichts passiert. Aktuell leben etwas mehr als 700 Flüchtlinge hier. Hallo! Was anfangs eine provisorische Zeltstadt war, Feldbett an Feldbett, wurde für einige Millionen Euro vom Land Hessen in eine dauerhafte und auch winterfeste Einrichtung umgebaut. Auch darüber wurde Bürgermeister Mackewitz nur in Kenntnis gesetzt. Bürgermeister einer kleinen Gemeinde mitten in Deutschland, die Flüchtlingssituation, was wünschen Sie sich von der deutschen Politik? Ja, also zunächst mal gilt es, Strukturen zu schaffen.
die das Ganze, sage ich mal, organisatorisch auf vernünftige Füße stellen. Hatten Sie den Eindruck, dass das anfangs so Motto Blindflug alles läuft? Ja, wir sind ja alle auf Sicht gefahren, natürlich. Einfach weil die Dimension so groß war. Da wird eine Behörde, ein Regierungspräsidium beauftragt, mehrere Außenstellen einer Erstaufnahmeeinrichtung hier zu organisieren. Eine Behörde, die normalerweise mit sowas wie Bußgeldbescheiden und so, solchen Dingen zu tun hat. Also sage ich mal, Menschen, die eigentlich ganz andere Tätigkeiten sonst gemacht haben, die sollten plötzlich diese Aufgabe bewältigen. Dass das natürlich hakt und klemmt. Am Klingt nach Himmelfahrtskommando für mich als Laien. Das war ja am Anfang auch so. Also man hat es ja einfach gar nicht geschafft, weil gar nicht das Personal auch zur Verfügung stand, überall dieses Thema zu lösen. Von einer Flüchtlingsfamilie hier in Calden werde ich eingeladen. Guten Tag, Wolf-Christian Ulrich. Hallo. Ich heiße Schirmus. Schirmus, ja. Ich heiße Wolf-Christian. Schön, Sie kennenzulernen. Schirmus Arab, ein Steinmetz aus Aleppo, ist mit seiner Frau, seinen vier Kindern und seiner Schwiegermutter zunächst in den Nordirak geflohen, dann in die Türkei und von dort nach Griechenland. Seit Februar sind sie in Deutschland. Was sie von ihrer mehr als dreijährigen Flucht erzählen, ist nur schwer zu ertragen. Man sieht den Tod mit eigenen Augen. Man schaut dabei seine Kinder an und es schmerzt noch mehr. Deutschland ist für die Familie Arab ein Symbol der Hoffnung. Auch deshalb hängt in ihrer Unterkunft eine deutsche Flagge an der Wand. Warum hängt die deutsche Fahne hier? In der Vergangenheit, nicht jetzt, waren Deutschland und ganz Europa in Kriege verwickelt. So wie jetzt Syrien und der ganze Nahe Osten den Krieg erlebt. Aber das deutsche Volk hat es mit Bildung zu einer bedeutenden Größe gebracht. Ich wünsche mir, dass wir es wie die deutsche Bevölkerung mit Bildung auch so weit bringen. Hoffnung Deutschland, Hoffnung Europa. Doch Europa zeigt sich unfähig zu handeln, kann sich auf keine gemeinsame Linie einigen. Nach und nach werden die Grenzen dicht gemacht, luftdicht, wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sagt. Deutschland profitiert von der Schließung der Balkanroute. Es gelingt jetzt wesentlich weniger Flüchtlingen, durch den Stacheldraht nach Nordeuropa zu schlüpfen. Doch in Griechenland kommen noch immer bis zu 1500 Flüchtlinge pro Tag an. Sie stauen sich in Idomeni, an der griechisch-mazedonischen Grenze. So verwandelt sich Griechenland in ein riesiges Auffanglager. War Idomeni oder ist Idomeni im Grunde die Bankrotterklärung gewesen für die europäische Flüchtlingspolitik? Idomeni war vor allem insofern eine Bankrotterklärung, als es eben gezeigt hat, wir lösen das Problem auf Kosten eines anderen EU-Mitgliedslandes. Nämlich Griechenlands. Da muss ich das vorstellen. Die Grundidee ist, die Situation für Flüchtlinge soll in Griechenland so schlecht sein, so unattraktiv, dass sie andere abschreckt, in ein EU-Land kommen zu wollen. Und das bedeutet, man nimmt eigentlich zynisch in Kauf, dass die europäischen Grundstandards, die ja festgelegt sind auf europäischer Ebene, wie Flüchtlinge zu behandeln sind, dass die einfach de facto nicht mehr gelten in Griechenland. So gesehen war das eine sehr zynische Politik. Im März 2016 setzt Angela Merkel den Türkei-Deal durch, den Gerald Knaus schon ein halbes Jahr vorher entworfen hatte. Und tatsächlich, wesentlich weniger Menschen wagen nun den gefährlichen Weg mit Booten Richtung Griechenland. Doch der Plan ist von Beginn an hoch umstritten, allemal nach dem Putschversuch in der Türkei. Denn Erdogans Staat entwickelt sich zu einem völlig anderen Partner als zuvor. Die Vorstellung, der Flüchtlingsdeal wird aufgekündigt und es geht wieder los, dass die Boote von der türkischen Küste nach Griechenland kommen, das wäre eigentlich das Brutalste überhaupt, weil dann würden wir vorgemacht bekommen, dass wir auch ein Jahr danach es immer noch nicht können und sich eigentlich gar nichts geändert hat. Und außer Zäune ziehen, war nicht viel. Für Gerald Knaus geht es bei der Lösung der Flüchtlingskrise auch darum, welches Europa sich durchsetzt. Ich würde Ihnen einen Satz von Viktor Orban vorlesen. Die auf Europa entfallende Migrationslast wollen wir nicht verteilen, sondern auflösen und beseitigen. Viktor Orban sagt sehr, sehr offen, unter den Flüchtlingen und könnte ein Terrorist sein. Das bedeutet Gefahr für meine Bürger.
Und jede Gefahr rechtfertigt das Aussetzen aller anderen Rechte. Es geht Orbán nicht darum, den Strom zu kanalisieren. Es geht nicht darum, Wirtschaftsflüchtlinge von echten Flüchtlingen zu unterscheiden. Es geht nicht darum, Kontrolle herzustellen. Nein, es geht darum, diese Krise als Gelegenheit zu sehen, das Zeitalter der universellen Menschenrechte in Europa zu einem Ende zu bringen. Auch in Deutschland verändert sich die Stimmung. Die Silvesternacht in Köln, islamistische Anschläge in Ansbach und Würzburg, all das schürt die Angst, dass mit den Flüchtlingen auch der Terror ins Land kommt. Zurück in Diez. Alea Horst lässt sich von diesen Nachrichten nicht beirren, versucht den Flüchtlingen auch in ihrer neuen Heimat zu helfen, Fotoshooting inklusive. Das ist doch schön. Super. Wie hier für die Familie von Taghi Ghulami. Vor 18 Monaten ist er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Ob sie hier bleiben können, ist noch immer nicht geklärt. In Diez hat sich ein Willkommenskreis gegründet, der sich um Flüchtlinge wie sie kümmert, der über die Nothilfe hinausdenkt und sich dafür einsetzt, dass Integration funktioniert. Christiane Beule leitet diesen Willkommenskreis. Sie ist eine der vielen, vielen Ehrenamtlichen, die sich in Deutschland dafür engagieren, dass wir das auch wirklich schaffen. Vielleicht erinnern Sie sich noch Ende August vergangenen Jahres, da war die Bundeskanzlerin im Fernsehen zu sehen und sagte, wir schaffen das. Ja. Wie haben Sie diesen Satz empfunden? Ja, manchmal habe ich so gedacht, sie könnte mal gucken, wie es wirklich ist hier, so, was das für Arbeit ist und wer wir dann sind. Also, weil ich oft so denke, wir Ehrenamtliche, wir schaffen viel, aber uns fehlt manchmal die Unterstützung dann eben von Hauptamtlichen. Da fühlen wir uns manchmal ein bisschen alleine, weil wir kriegen Verantwortung übertragen, die man einfach manchmal nicht tragen kann. Fällt Ihnen das manchmal schwer? Ja. Doch, ja. Geht manchmal doch schon auch sehr an die Nerven, weil man mit Schicksalen konfrontiert wird, die man so nicht hätte. Und das ist, das ist schwer zu schaffen. Und da, denke ich, geht Ehrenamt manchmal zu weit. Da müssen wir Ehrenamtlichen sagen, hier ist meine Grenze, mehr kann ich nicht. Seit 1,5 Jahren geht Sajjad in Deutschland zur Schule. Ein fröhlicher, aufgeweckter Junge, der für jeden Quatsch zu haben ist. Aber wenn man sich ein paar Minuten mit ihm unterhält, ist das Drama, das er erlebt hat, sofort wieder da. Was wünschst du dir denn eigentlich für deine Zukunft hier? Ich wollte gerne, dass wir in dem Weg waren. Ich dachte, dass der nicht so weit ist. Denkst du dann noch oft dran an diese Situation? Ja, das war für mich richtig blöd. Ja, das glaube ich. Ich wünsche, dass es nicht noch mal passiert. Du, das wünsche ich dir auch. Die Flüchtlingskrise hat uns alle an unsere Grenzen gebracht. Die Flüchtlinge selbst, die Ehrenamtlichen, die Kommunen, das ganze Land. Und doch. Gerade hat Angela Merkel ihren Satz wiederholt. Wir schaffen das. Ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen. Schaffen wir das? Das ist immer eine Frage auf der Zeitachse. Das wird einfach schlichtweg dauern. Das ist halt ein Problem, was uns, denke ich mal, eine Generation beschäftigen wird. Und die Flüchtlingskrise hat auch Europa seine Grenzen gezeigt. Was haben Sie in diesem letzten Jahr 2015 über Europa gelernt? Leute, die auf Europa setzen, müssen in dieser Frage mit dieser Erfahrung anerkennen, dass hier die europäischen Institutionen versagt haben. Die europäische Solidarität funktioniert auf Speisekarten und an Urlaubsstränden, aber sie funktioniert eben nicht, wenn es mal richtig ernst wird. Die Flüchtlingskrise hat für Europa ein Gutes. Wir wissen, wo wir stehen. Und das ist sehr am Anfang. Wir müssen uns gemeinsam ehrlich machen. Was können wir schaffen und was nicht? Um Verantwortung zu zeigen, Flüchtlinge unterzubringen und Integration möglich zu machen. Wir müssen lernen, über diese Fragen umsichtig und konstruktiv zu streiten. Da liegt ein anstrengender Weg vor uns, denn diese Krise ist noch nicht zu Ende. Einfache Ansagen werden da nicht helfen. Und einfache Antworten wird es da nicht geben.